Es gibt eine Menge Solokünstler, die genau so spielen. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Mit ein paar Effektpedals kann man das Ganze allerdings um einiges auffrischen und so spielen. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Vor ein paar Wochen habe ich endlich meinen eigenen Pedal Case fertiggestellt und heute möchte ich euch zeigen, welche Pedals das sind, wie man sie benutzt und was die so machen. Ich habe gemerkt, dass man einfach mit ein paar kleinen Tweaks und ein paar Effekten so viel verändern kann, so viel verbessern kann, aber vor allem auch seinen eigenen Stil finden kann und sich so einfach von einer Menge Musiker abhebt. Und wie ich persönlich das Ganze mache, das zeige ich euch jetzt. Okay, wir stehen jetzt bei dem Setup, so wie ich das Ganze auch live aufbauen würde. Hier unten, beziehungsweise hier oben für euch, seht ihr jetzt mein Pedal Case. Angefangen beim Koffer, das ist ein Rock Case, so heißt die Marke. Das war einfach der billigste, den ich gefunden habe bei Thomann, 35 Euro. Ist im Prinzip egal, welchen Koffer ihr euch holt. Wichtig ist, dass der Deckel abnehmbar ist und vielleicht auch, dass man innen drin klettert, dass man die Pedals gut befestigen kann. Dann fangen wir mal an. Von meiner Gitarre aus gehen wir direkt in das erste Pedal, das ist dieses hier, das blaue. Und das ist mein einziges Vocal Pedal. Das heißt, das einzige Pedal für die Stimme, das Effekte auf die Stimme macht, das ist der TC Helicon Harmony Singer. Das Pedal macht, dass ich quasi Backing Vocals habe. Also, dass es so klingt, als würden mehrere Leute singen, wenn ich das Pedal anschalte. So hört sich das an, wenn man spricht. Ziemlich creepy. Da geht das Signal von meiner Gitarre rein, damit das Pedal weiß, welche Harmonien es machen muss. Und natürlich mein Mikrofonkabel geht auch sofort in dieses Pedal rein. Dieser Effekt macht also, dass man Backing-Vocals hört. Aber es hat auch noch ein ganz entscheidendes Feature. Hier unten ist so ein kleiner Knopf, da steht Tone. Der bedient quasi diesen Schalter hier rechts. Das ist der Hall-Schalter. Ihr hört, auf meiner Stimme ist Hall. Den kann man auch ausschalten. Dann hört sich das so an, ziemlich trocken, ziemlich nach, dass ich einfach in einem Raum stehe. Und Hall ist für mich einfach so ein essentieller Effekt, den ich immer drauf habe, weil es einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie lässt es das professioneller klingen. Und die Harmonies sind einfach für mich sehr cool, weil ich finde, wenn man dann in den Chorus eines Songs geht und die anmacht, dann hört sich das Ganze einfach viel voller an und das macht schon viel aus. Da kann man natürlich auch einstellen, welche Harmonien man haben will. Man kann einstellen, ob man zwei Stimmen im Hintergrund will oder nur eine. Entweder eine über der normalen Stimme, eine unter der normalen Stimme oder es gibt eigentlich alle möglichen Einstellungen, die man so wählen kann, die gibt es da drauf. Die kann man dann immer an den Song anpassen, was da eben am besten reinpasst. Aus diesem Pedal gehen zwei Signale wieder raus. Das ist einmal mein Vocal-Signal natürlich, das geht direkt ins Mischpult und einmal nochmal das Gitarrensignal, das ja auch da reinging, kommt am anderen Ende wieder raus und geht in diesem Fall hier direkt in mein Fishman Preamp oder Pedal. Und der Fishman ist so eine Klasse für sich. Das ist kein normales Pedal einfach nur. Das hat eine Variety an Effekten, die man sich da aussuchen kann. Es ist super vielseitig und für mich auch sehr, sehr essentiell für das, was ich so mache. Ihr seht, das hat hier drei Schalter insgesamt, sind quasi also drei Pedals in einem, könnte man so sagen. Wir haben hier den ersten Fußschalter. Der ist bei mir eigentlich immer an. Da hat man quasi vier Auswahlmöglichkeiten, was für einen Effekt man auf diesen Fußschalter legen möchte. Man hat zwei verschiedene Reverbs, das heißt auch nochmal Hall, oder aber zwei verschiedene Einstellungen für ein Delay. Ich persönlich habe immer den Hall, immer das Reverb Nummer 2 an. Für verschiedene Songs kann man aber auch das Delay mal gebrauchen. Da werden quasi die Töne, die man spielt, gedoppelt und kurze Zeit später nochmal wiederholt gespielt. So entsteht einfach ein cooler Sound und vor allem beim Fingerpicking. Das lässt es ein bisschen voller wirken. Kann man ab und zu gebrauchen. Ich benutze es eigentlich so gut wie nie. Ich habe immer den Hall an. Der zweite Fußschalter beim Fishman hat drei Effekte, die man sich aussuchen kann, welchen man davon auf diesen Knopf legt. Das ist einmal Chorus, einmal Flanger oder einmal Tremolo. Der Chorus macht auch mal nochmal ähnliches wie ein Delay. Es doppelt quasi die Gitarre, was man spielt. Allerdings nicht zeitverzögert, sondern direkt. Und das hört sich so an. Normal zum Vergleich. Ja, ist einfach nochmal ein anderer Sound für die Gitarre, kann man auch ab und zu gebrauchen. Habe ich auch ab und zu mal an. Dann gibt es den Flanger, das ist auch nochmal ein anderer Sound für die Gitarre, den benutze ich manchmal einfach beim Solo. Es hört sich dann so an. Habe ich, wie gesagt, manchmal in Benutzung. Normalerweise ist das Ding aber aus. Und das Tremolo kann ich euch auch nochmal kurz zeigen, das hört sich so an.
irgendwie so ein Sound, der wabbelt da so rum. Ist eigentlich auch ganz cool. Kann man benutzen, wenn man ihn braucht. Und der dritte Fußschalter, der hat nur einen Effekt und das ist einfach nur ein Booster. Die gibt es auch einfach als einzelne Pedals. Ich finde es ganz cool, dass der Fishman hier alles so in einem hat, weil die meisten Sachen davon kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Der Booster macht einfach, dass eure Gitarre, wenn man den anschaltet, einfach ein gutes Stück lauter wird. Auch den benutze ich eigentlich immer im Solo, weil das halt einfach ein bisschen rausstechen soll aus dem Song. Und wenn das Solo vorbei ist, mache ich den wieder aus. Einfach ein bisschen lauter, kann man ganz gut gebrauchen. Außerdem hat der Fishman noch abseits dieser Pedale noch weitere Effekte. Das ist nämlich einmal ein Kompressor. Ein Kompressor ist dafür da, dass er das Audiosignal ausgleicht von der Lautstärke her. Das heißt, ob ihr jetzt laut schrammelt mit der Gitarre oder leise pickt mit der Gitarre, das gleicht der Kompressor einfach ein bisschen aus. Die besonders lauten Töne werden etwas gedämpft und die ganz leisen Töne werden quasi ein bisschen lauter gemacht, automatisch durch den Kompressor. Und was es auch noch gibt im Fishman, das ist ein EQ. Das ist jetzt Ansichtssache, ob das so wichtig ist, weil die gleichen Einstellungen gibt es eigentlich auf jedem Mischpult. Da kann man Höhen mit den Tiefen der Gitarre einstellen. Das bedeutet einfach, je nach Gusto könnt ihr da einstellen, ob ihr wollt, dass die Gitarre ein bisschen brillanter klingt und ein bisschen mehr bassig. Das ist Präferenz, aber das kann man, wie gesagt, eigentlich auch an jedem Mischpult einstellen. Deswegen nice to have, aber nicht unbedingt nötig. Das war's dann quasi für den Fishman. Ich finde, es ist ein super vielfältiges Teil. Ich kann die meisten Sachen davon eigentlich bei jedem Song gebrauchen. Und wenn ich den nicht hätte, müsste ich mir auf jeden Fall eine Hall-Pedal einzeln besorgen. Müsste ich mir ein Booster-Pedal einzeln besorgen. Und so habe ich das einfach alles in einem. Ist einfach praktisch, kann ich jedem empfehlen, der Akustikgitarre oder ein anderes Akustikinstrument spielt. So, dann geht wie gesagt das zweite Gitarrensignal aus diesem Pedal nochmal weiter in die anderen Pedals. Und in dem Fall geht es hier in mein Bass-Pedal. Das ist der Boss OC3 und das macht, dass meine Gitarre ein bisschen klingt wie ein Bass. Und das klingt so. Da gibt es natürlich auch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier gibt es 4 Knöpfe oben, da kann man ein bisschen dran drehen. Ich kann euch kurz erzählen, was man damit macht. Das erste ist der Direct Input. Das heißt quasi das Gitarrensignal, was reinkommt, wie laut soll das sein, habe ich immer auf 12 Uhr stehen. Der zweite Knopf ist das Octave Level, das ist die Lautstärke, die der Bass dann quasi hat. Das habe ich so 3/4 aufgedreht auf 3 Uhr, weil ich ja will auch, dass wenn ich das Pedal anhabe, dass der Bass gut rauskommt, weil das ist ja nun mal das, was das Pedal machen soll. Der dritte Knopf ist besonders wichtig, das ist quasi der Threshold. Damit könnt ihr einstellen, wie viele Saiten von der Gitarre diesen Bass-Effekt haben soll. Wenn ihr diesen Knopf auf 12 Uhr dreht, dann habt ihr quasi die untere Hälfte der Saiten, der Gitarrensaiten, da ist dann der Effekt drauf, auf den oberen nicht. Das klingt dann so, da ist kein Effekt, da ist kein Effekt, da ist kein Effekt, da kommt er langsam rein. Und da ist er auch drauf. Den habe ich auch auf 3/4 stehen, weil ich, wenn ich das Pedal anhabe, eigentlich selten möchte, dass die Saiten nicht den Bass-Effekt haben. Und auf dem 4. Knopf habt ihr ein paar Auswahlmöglichkeiten, was das Pedal genau machen soll. Da gibt es einmal den Drive. Das macht, dass eure Gitarre sehr, sehr verzerrt klingt. Ist nicht so ratsam bei Akustikgitarren, weil es einfach way too much ist. Das hört sich so an. Der Drive ist meiner Meinung nach einfach nicht für eine Akustikgitarre gemacht. Die zweite Auswahlmöglichkeit ist die Oktave 2. Und ich glaube, was das macht, ist zusätzlich zu der einen Oktave tief, weil die schon drauf ist, macht es auch noch eine zweite Oktave, also doppelt nochmal tiefer drauf. Klingt ein bisschen komisch. Ich benutze allerdings immer den dritten Punkt, das ist Poly. Und der macht, dass man halt die eine Oktave hört, aber auch den Gitarrensound noch ein bisschen hört. Je nachdem, wie ich das halt auf dem Direct Level und dem Octave 1 Level eingestellt habe. Ist für mich die beste Lösung, muss man aber ein bisschen rumprobieren, was da für einen selbst die richtige Einstellung ist. So, und aus dem Bass-Pedal, jetzt kommen wir zum interessanten Part, geht das Gitarrensignal weiter in mein Loop-Pedal rein. Was macht das Loop-Pedal? Das Loop-Pedal nimmt, was ich spiele und nimmt es auf, recordet es und sobald ich nochmal auf das Loop-Pedal drücke, spielt es das ab in Dauerschleife. Zum Beispiel so. Spielt es immer wieder ab. Und ich kann Sachen darüber
Es gibt literally 1000 verschiedene Loop Pedals. Da muss man auf jeden Fall gucken, was für einen selbst das Richtige ist. Ich benutze den Boss RC1 Looper. Das ist so das einfachste Pedal, weil es nur einen Knopf quasi hat. Es gibt es auch noch mit 2, mit 3 Pedals quasi. Da hat man dann einfach viel mehr Möglichkeiten, was zu loopen. Für mich reicht das hier, weil ich will nur die Gitarre aufnehmen und so kann ich irgendwie besser den Überblick behalten, weil diese Dinger generell schon sehr, sehr schwierig zu handeln sind. Der Looper ermöglicht mir, wie gesagt, Sachen mit meiner Gitarre aufzunehmen und wieder abzuspielen. Wofür ich das Ding hauptsächlich benutze, ist nicht einfach Gitarrenkorde zu spielen und aufzunehmen, sondern quasi Percussion zu spielen und aufzunehmen. So kann ich quasi Drums imitieren. Und zusammen mit meinem Bass-Pedal und meinem Vocal-Pedal kann ich quasi so ein bisschen meine eigene Band sein. So kann man einfach seine Show sehr interessant gestalten. Und wie ich meine Loops generell aufbaue, das zeige ich kurz. Drums, jetzt kommt der Bass. Das ist der Bass, sehr simpel, jetzt kommen die Akkorde. Und dann könnt ihr natürlich auch noch das Vocal Pedal anmachen. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Komplette Band. Ja, so setze ich mein Looper-Pedal ein und jetzt muss ich nur noch diesen kleinen Knopf hier erklären. Und das nennt sich FS5U. Das steht, glaube ich, für Foot Switch 5U, weiß ich nicht genau. Ist auch von Boss. Und dieses Pedal dient einzig und allein dazu, den Looper zu unterstützen in seinen Funktionen. Denn der Boss RC1, beziehungsweise alle, die nur ein Pedal anstatt 2 oder 3 oder 4 haben, hat ein paar Nachteile. Und das gleicht dieses kleine Pedal hier aus. Dieser Nachteil ist die Funktion, das Ding zu stoppen und den Loop auch wieder zu löschen. Denn um den Looper normalerweise zu stoppen, müsste ich 2-mal schnell hintereinander draufdrücken. So ungefähr. 2-mal. Und wenn man gerade am Spielen, am Singen, im anderen Groove ist, dann ist das gar nicht mal so einfach. Und mit diesem Ding, da muss ich nur einmal drauf drücken, dann ist es aus. 1-mal anstatt von 2. Hört sich gering an, dieser Unterschied macht aber einiges aus, glaubt mir. Und ebenfalls das Löschen des Loop-Tracks ist auch ziemlich kompliziert gemacht auf dem RC1. Um den Loop zu löschen, müsste ich nämlich das Ding 2-mal treffen und halten. Und dann löscht es das, während ich hier bei dem FS5U einfach nur halten muss. Das Problem beim Löschen ist vor allem, dass wenn ich fertig bin mit einem Looptrack und ich habe ihn gestoppt, dann existiert er noch da drauf. Und um ihn zu löschen, müsste ich ihn wieder anmachen und dann löschen. Und das ist in einem Live-Setting einfach nicht so cool, wenn dann einfach nochmal der Anfang von dem Song kommt, der gerade zu Ende ist. Und mit diesem Ding, da kann ich einfach draufdrücken, ohne dass der Loop nochmal angeht und ihn löschen. Und somit ist das einfach eine sehr, sehr gute Ergänzung, um das Pedal hier so klein zu halten. Da braucht man halt nicht diesen 2-Pedal-Looper oder den 3-Pedal-Looper, um die gleichen, fast gleichen Funktionen zu bekommen. Und so ist es für mich eigentlich das perfekte Setup. Ja, das sind eigentlich alle Pedals, die ich so benutze. Natürlich gibt es noch sehr, sehr viel mehr Effekt-Pedals. Da kann man einfach mal schauen, was man selbst für einen Sound haben möchte. Da muss man ein bisschen rumprobieren, einfach rausfinden, was für einen selbst das beste Setup ist. So wisst ihr aber zumindest schon mal, wie diese Pedals hier funktionieren und vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. Ich versuche jetzt demnächst nochmal mehr Content hier auf YouTube zu produzieren, weil es mir einfach Spaß macht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hoffe ich. Bis dahin. Mach's gut.